Hi zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Freelancer. So, wir starten jetzt gleich wieder von dieser Forschungsstation ab ins All, wo wir uns mit Juni oder Juli treffen. Ich glaube Juli, oder? Nee, Juni. June. Okay. Weiter. Los geht's. Ab ins All. Freelancer Alpha 1-1. Hier, Forschungsstation Willard. Alles klar für den Start. Viel Glück daraus. Danke. Trent, wir müssen zurück nach California Minor. Diesmal nehmen wir eine Abkürzung. Ich lade Koordinaten hoch. Auf geht's. Wechsle auf sicheren Kanal. Da ist etwas oberfaul. Ich wollte meinem Vorgesetzten Bericht über den Konvoi erstatten, aber er wurde nach Manhattan beordert. Meine Informanten sagen mir, dass er in Wahrheit verhaftet wurde. Hochverrat. Ich wollte mehr herausfinden, aber meine Freunde im LSF-Hauptquartier sind alle verschwunden. Ich konnte nur King erreichen. Er ist immer noch auf Pittsburgh. Wir haben gerade irgendwie größere Probleme anscheinend, als dein Freund im Irgendwas stimmt, glaube ich, mit meinem Schiffsinterface nicht. Ich glaube, ich habe mir auf der Forschungsstation Das Radar zeigt mehrere Schiffe auf Abfangkurs. Virus eingefangen. Mann, was machen Rheinwehr-Walküren hier? Achtung, Rheinlandschiffe. Hier Commander Zane von der Liberty Security Force. Bitte identifizieren Sie sich. Over. Rheinlandschiffe, antworten Sie. Trent, bleiben Sie wachsam. Hier ist was faul. Sie eröffnen das Feuer. Angreifen. Gerechnet jetzt. Kontakt in Reichweite. So. Komm her, du. Rheinland-Valkyr. Wow, Schild ausgefallen. Nein. Ich nehme Schaden. Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ich weiß schon wieder nicht mehr, auf welcher Taste alles funktioniert. Furchtbar. Was ist denn mit dem da hinten? Warum ist denn der so weit weg? Ich hab Sichtkontakt. Feindkontakt in Sicht. Beginne Angriff. Verdammt, die sind stark. Ich visiere ihn. Rakete im Anflug. Schutzschild wiederhergestellt. Verdammt, die sind stark. Verdammt nochmal. Das war der letzte. Was ist los? Rheinwehrschiffe mitten in Liberty. Warum haben die uns angegriffen? Das hat was mit den Artefakten zu tun? Ich verstehe das nicht. Rheinland? Selbst wenn es im Liberty-Militär einen Verräter gibt, was haben die Rheinländer damit zu tun? Wir müssen nach California Minor und mit Walker reden. Er ist der Captain eines hier auf California stationierten Liberty-Marinekreuzers. Er und ich haben früher öfter zusammengearbeitet. Wir können ihm vertrauen. Okay, Trent, ich werde Walker suchen. Wir treffen uns in ein paar Minuten in der Bar. Bestätigt. Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Ja. Ich frage mich, ob das weißes Gestein, Schnee oder Salz oder was ist noch weiß? Sahne, Joghurt. Ich glaube, das ist der Joghurtplanet. Die Joghurtminen sind hier. Okay. Schauen wir mal. Wo schauen wir denn hin? Müssen wir irgendwas machen? Unser Schiff sollten wir reparieren. Oh, sehr schön. Ich glaube, ich starte nachher das Spiel mal kurz neu, glaube ich. Aber jetzt, die Folge, glaube ich, die stehen wir so schon durch. So, 2000 Credits. Reich sind wir nicht gerade. Ich schaue mal schnell zum Schiffshändler, aber ich bezweifle, dass der auf einmal neue Schiffe im Angebot hat. Und Waffen, die wir uns keine leisten können. Ah ja. Die Glitschwald. Die kaufen wir. Wunderschönes, glitschiges Schiff. Okay, that's weird. What happened? Trent, hier drüben.
Allmählich fühle ich mich hier zu Hause. Trent, das ist Marcus Walker. Er ist Kapitän eines Liberty-Kreuzers. Er hat zugestimmt, uns zu helfen. Der LSF helfe ich immer gern. Ich kenne Junko schon seit Jahren. Ich habe von ihrem Erlebnis auf Freihafen 7 gehört, Knoch zu leben. Habe ich gehört. Wenn es gerade keine Schmuggler sind, machen uns heute der Orden und andere Abschaum zu schaffen. Die Piraterie wird immer schlimmer. Wissen Sie, Trent, das Liberty-Militär sucht immer gute Piloten für einen Volltop. Ist eine ehrenvolle Sache. Danke, aber nein, danke. Ehrenvoll oder nicht, ich würde lieber als Freelancer arbeiten, wenn Sie nichts dagegen haben. Wie Sie wollen. Tja, jetzt muss ich leider noch ein paar Vorbereitungen treffen. War nett mit Ihnen, Trent. Wir sehen uns am Treffpunkt. Wir sehen uns im All, Trent. Ende gut, alles gut. Was für ein aufregendes Gespräch. Total wichtig für die Story. Hallo, wollen Sie Soldat werden? Nö, nö, ich bin lieber selbstständig. Okay, tschö. Gut, dass wir das geklärt hätten. So, Glitchy Game. Was machen wir denn jetzt mit dir? Na, spielen wir schon noch weiter. Also starten wir und schauen mal, wie das weitergeht mit unserem Militärfreund, der uns unbedingt rekrutieren will. Immer diese Militärleute, die einem unbedingt rekrutieren wollen. Ekelhaft. So, auf ins All. Warum mussten wir jetzt unbedingt landen? Für das Gespräch jetzt gerade mussten wir unbedingt landen, hat das Spiel gedacht. Walker und seine Kreuzer warten auf der Rückseite des Planeten. Los geht's. Oh, auf der dunklen Seite des Planeten, könnte man auch sagen, wenn man wollen würde. Fliegst du vor, oder? Nee, natürlich muss ich wieder hin. Ach, Mann, ey. Yun, warum kannst du denn nicht einfach mal... Fliegst du jetzt durch den Planeten durch, Pilot? Macht er nicht. Wir müssen schneller sein. Ja, was soll ich denn noch schneller sein? Soll ich durch den Planeten durchfliegen, oder wie? Blöde Kuh. Flieg du doch vor, dann folg ich dir mal Informationen. Junko, hier King. King, was ist hier los? Nachdem Sie mich von Willard anriefen, habe ich mich umgehört. Ihr Vorgesetzter wurde tatsächlich verhaftet. In den Hörrängen der LSF hat sich einiges verändert. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir wurden unterwegs von Rheinwehr-Walküren angegriffen. Was? Rheinländer? King, wir sind fast am Punkt. Ich melde mich, sobald wir auf Station Willard sind. Okay, ich versuche rauszufinden, was los ist. Wir sprechen uns bald. Da sind Sie ja. Ich gehe auf einen privaten Kanal. Juni, ich erhielt eben neue Befehle vom Oberkommando. Meine Gruppe wird zur Inspektion beordert. Wir sollen in einer halben Stunde aufbrechen. Haben die Gründe genannt? Sie behaupten, es gäbe uns Wartungsunterlagen. Keine Ahnung warum. Wir hatten vor 2 Monaten eine Generalüberholung. Ihr Forschungsstationen werden angegriffen und nehmen schweren Schaden. Lange können wir nicht mehr durchhalten. Wiederhole, Ihr Station Willard, wir werden angegriffen. Vergessen wir das Raumdock. Alle Schiffe auf Gefechtsstation. Kurz in Willard setzen. Station Willard. Ihr Liberty-Kreuzer Angriffsgruppe Süd, Captain Walker. Wir sind unterwegs zu Ihnen und werden in wenigen Minuten in Reichweite sein. Wie ist Ihr Status? Over. Wir werden von Rheinland-Korvetten und einem Kampfjägergeschwader angegriffen. Die Harmonie wurde von Torpedos getroffen und die Station brennt. Britische Abwehr versagt. Unsere Jäger werden wie Fliegen abgeschossen. Verstanden, Willard. Leisten Sie Widerstand, bis wir da... Rheinländer. Widerstand ist zwecklos. Die Rheinländer sind nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, die Deutschen deswegen. Ja, grüß. Ich bin der Hansi von den Rheinländer. Ich darf doch mal sagen, jetzt gibst du mal schön auf. Ihr Angriffsgruppe Süd. Wir stoßen in den Asteroidengürtel vor und werden gleich bei Ihnen sein. Bestätigt. 2 weitere Torpedos haben die Station getroffen. Wir haben Plasma-Lecks in mehreren Sektionen. Tempo! Wir sind auf dem Weg. Oh Gott, für ein Anblick. An alle Jägergeschwader, Feind angreifen. Kreuzer, Formation auflösen und Station Willard. Nur noch im Hyperraum-Modus. Okay, ganz chillig. Ich hätte ein paar Schildgeneratoren kaufen können auf der Station. Das wäre so eine gute Idee gewesen. Verdammt! Warum habe ich da nicht dran gedacht? Stirb, Korvette! Ja, yeah, eine Korvette weniger. Jetzt müssen wir mal schnell irgendwie ein bisschen in Deckung boosten. Ja,
Jäger. Habe ich auch gerade gesagt. Die Korvetten sind zu schnell für unsere Türme. Jäger, konzentrieren Sie Ihr Feuer auf sie. Bin schon dabei. Ich konzentriere mich immer. Ich gehe mal kurz nochmal hinter die Basis, hinter die Forschungsstation Deckung. Sorry, Forschungsstation. Nur ein bisschen. Irgendwie hilft das gar nicht. Bevor Sie Ihre Torpedos abfeuern können. Moment, wer? Wer soll wen abfangen, bevor wer was abfeuert? Ach du Heiliger! Ah! Ach du heiliges Feuergefecht! Was ist denn hier los? Rakete im Anflug! Ach, sie hat Sichtkontakt. Schön. Wo hat sie denn? Hat sie die Augen zugekniffen? Egal, wo man hinguckt, die sind überall. Selbstverständlich hast du Sichtkontakt. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich habe mein Ziel verloren. Ah. Kontakt in Reichweite. Fallen. Dammit. Ich habe fast keine Heilungs-Items mehr. Puh. Hab wieder welche. Ups. Entschuldigung, Station. Entschuldigung. Puh. Okay. Schön langsam wird's weniger. Mann. Werfen die einem hier gleich mal, oder? Das ist irgendwie gar nicht so leicht. So. Alfred, jetzt bist du dran. Sorry, Alfred. Du hättest jetzt noch die Chance fliehen, aber du wolltest ja bis zum Tod kämpfen. Und auch der Adrian, dem wird es nicht besser ergehen. Adrian! Tod ist er. Wen haben wir hier noch? Der Dieter. Hallo, Dieter. Mensch, irgendwas beschießt mich hier ganz stark. Erstmal kurz ein bisschen alles wieder heilen. Dieter? Dieter Star. Dieter Star? Ich ruf gleich deine Mutter an. Und pet dich, Fair. So, David, komm her. Ach, wie viele sind denn hier noch? Der Jakob. Kein einziger Hand. Alle Korvetten sind weg. Ich bin ein Top. Ich bleibe hier und teile die Reparaturteams ein. Treffen wir uns doch in der Station und reden wir darüber, was in der LSF und in der Marine vor sich geht. Okay. Ist das die Station? Ken, das wird einige Zeit dauern. Und Sie haben schon mehr als Ihre Pflicht getan. Ich transferiere jetzt Ihren Lohn. Ich empfehle Ihnen inzwischen ein paar andere Jobs anzunehmen. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder bei Ihnen. Erstmal muss ich rausfinden, was hier los ist. Okay. Wir haben jetzt für Geld und brauchen. Müssen wir noch ein bisschen questen in der Zwischenzeit. Ich hoffe wirklich, in der nächsten Folge, wenn ich neu gestartet habe, funktioniert das. Ich lande jetzt mal auf der Forschungsstation, weil das ist das Nächste, was wir zur Verfügung haben. Und dann schauen wir mal, ob wir da gleich einen Auftrag annehmen können. In der Forschungsstation Willard. Hallo Willard. Das sieht gar nicht gut aus. Ich hoffe echt, ich krieg den Bug wieder raus. Das wäre echt schade drum. Das hat ja zu gut funktioniert, das Spiel. Ich bin echt froh, dass es überhaupt funktioniert. Bei vielen läuft es ja überhaupt nicht unter den neuen Windowsens. Bei mir funktionieren dafür die Patches nicht. Der offizielle. Und doch wurscht. Es gibt ja HD-Patch und ein Texture-Pack und sowas. Wenn ich die installiere, dann startet es gar nicht mehr. Stürzt sofort wieder ab im Intro. Oder funktionieren einfach nicht. Hab alles versucht. So, wir haben ganz schön was abgekriegt.
Reparieren. So, jetzt werde ich mal ganz dringend speichern. Und wir sehen uns jetzt dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. So, bis dann. Macht's gut. Ciao.